Solche Situationen sollen sich nicht wiederholen. Tausende von Flüchtlingen und Migranten, die in die EU kommen. Dafür will Innenminister Seehofer bei seinem Besuch in der Türkei eine Lösung finden, die allen Seiten gerecht wird. Man kann ja nicht sagen, wir haben einmal ein Programm gemacht im Jahre 2016 und jetzt nehmen die Flüchtlinge weiter zu und dann müssen wir auch die Hilfen ausweiten. Sonst kann das nicht funktionieren. Vor wenigen Wochen erst hatte Seehofer bei einem Innenministertreffen auf Malta ausgehandelt, dass Deutschland ein Viertel der Flüchtlinge aufnimmt, die in Italien ankommen. Die Situation in Griechenland ist allerdings kritischer, denn seit dem Frühjahr machen sich wieder mehr Migranten auf den Weg aus der Türkei nach Griechenland. Fast 42.000 Menschen allein in diesem Jahr. Das sind viel mehr, als im gleichen Zeitraum in Italien gelandet sind, knapp 7.500. Seehofer war lange Zeit der Mann der geschlossenen Grenzen. An seiner harten Flüchtlingspolitik wäre einst fast die Regierung zerbrochen. Für eine unsensible Äußerung erntete er noch im Sommer einen Shitstorm. Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Seehofer will jetzt erreichen, dass die Menschen gar nicht erst in die EU weiterreisen. In den Gesprächen darüber dürfte es vor allem um eines gehen: Geld. Oliver Meyer-Rüth in Ankara. An welchem Punkt ist der 2016 geschlossene Flüchtlingsdeal denn aus Sicht der Türkei? Ja, die Türkei sieht den Flüchtlingsdeal, das Flüchtlingsabkommen, eher kritisch im Moment. Der türkische Staatspräsident beschwert sich ja die ganze Zeit am laufenden Band, dass die Gelder aus diesem Hilfspaket, die 6 Milliarden Euro, dass die zu langsam, zu bürokratisch fließen. Es ist natürlich so, dass man in Brüssel vorsichtig ist und sagt, wir wollen, dass die Gelder dort ankommen, wofür sie bestimmt sind. Aber man muss auch wissen, dass es auch in Berlin inzwischen die Haltung gibt, dass eigentlich Brüssel da unbürokratisch und schneller ausbezahlen sollte. Man weiß, Erdogan möchte gerne für die Flüchtlinge hier in der Region Wohnungen bauen, Häuser bauen und damit unter Umständen eben auch seine in die Schwierigkeiten geratene Bauwirtschaft unterstützen. Und sowas dürfte man unter Umständen in Brüssel eben auch kritisch sehen. Wie hat Seehofer auf diese Forderungen reagiert? Ja, der reagierte da ganz offen drauf. Er hat ja gesagt, man versucht, die Türken auf alle Fälle auch weiterhin zu unterstützen. Man muss jetzt erstmal sozusagen sehen, welche Möglichkeiten man hat und das dann in Berlin und auch auf EU-Ebene besprechen. Aber man hatte schon den Eindruck, dass der Bundesinnenminister ja offenbar weiß oder glaubt zu wissen, dass es eigentlich keine großen Alternativen gibt zum Flüchtlingsabkommen. Eine Alternative wäre, dass man die ganzen Flüchtlinge in die EU lässt. Aber ob da die Bereitschaft der Wähler allzu groß ist, das ist fraglich. Die würden das unter Umständen dann den herrschenden oder regierenden Parteien gegenüber ziemlich kritisch an der Wahlurne quittieren. Nochmal zur Situation in der Türkei. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Zahl der Flüchtlinge, die in die Türkei wollen, noch erhöht? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß. Die Gemengenlage ist schwierig. Es gibt da zwei verschiedene Szenarien. Ja, das eine Szenario ist so, dass aus dem Iran inzwischen relativ viele afghanische Flüchtlinge kommen. Das sind auch ein Großteil der Flüchtlinge, die versuchen, über die Ägäis nach Griechenland zu kommen. Die kommen in die Türkei. Der Iran hat ja im Moment mit US-Sanktionen zu kämpfen. Da ist wahrscheinlich die Bereitschaft auch nicht mehr allzu groß, sich um afghanische Flüchtlinge zu kümmern. In der Türkei bekommen diese Flüchtlinge auch Druck und dann gehen die weiter in die EU und da geht man davon aus, dass da auch der Iran weiterhin Druck auf diese Afghanen ausüben wird. Also es wird nicht allzu schnell aufhören. Das andere Szenario ist diese Region Idlib in Syrien, direkt an der türkischen Grenze, eine von Rebellen kontrollierte Region. Da sitzen schon 1,5 Millionen Flüchtlinge direkt an der Grenze. Wenn jetzt das Assad-Regime die Rebellen dort angreift, dann kommen noch mehr Flüchtlinge an die Grenze und dann könnte es eben sein, dass der Druck so groß wird, dass Erdogan irgendwann die Grenze da aufmachen muss und dann kommen sehr, sehr viele Flüchtlinge und das ist das Szenario und deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass es weniger werden in der Türkei demnächst. Trotzdem stößt der Flüchtlingsdeal hierzulande auf ein geteiltes Echo. Wer, Zitat, Erpressern wie Erdogan nachgebe, löse Probleme nicht, sondern ermutige nur zu immer neuen Forderungen. Das sagt die linken Politikerin Dardelen zu dieser Reise Seehofers. Begibt sich Deutschland bzw. die EU in eine unvertretbare Position der Abhängigkeit?
Also durch dieses Flüchtlingsabkommen besteht bestimmt eine gewisse Abhängigkeit gegenüber Erdogan, keine Frage. Aber es ist eben auch die Frage, welche Alternativen gibt es denn eigentlich zu dem Flüchtlingsabkommen? Eine habe ich schon genannt, man lässt die ganzen Flüchtlinge rein. Da werden wahrscheinlich die Wähler in der EU das Ganze dann kritisch quittieren an der Wahlurne. Eine andere Möglichkeit ist, dass man militärisch, dass die EU militärisch eingreift in diesen Gebieten, aus denen die Flüchtlinge kommen. Aber da, glaube ich, gibt es im Moment auch keine allzu große Bereitschaft. Und wenn ich mir den Zustand der Bundeswehr anschaue, weiß ich auch nicht, ob das überhaupt möglich ist, sowas. Die nächste Alternative wäre vielleicht, dass man an der EU-Außengrenze, also im Mittelmeer, die Außengrenzen robust, wie man immer wieder sagt, schützt. Aber da, glaube ich, gibt es im Moment auch noch keine Bereitschaft bei den Regierungen in der EU. Und dann gibt es eben noch das Flüchtlingsabkommen. Und ich glaube, so sieht man das eben in Berlin und vielleicht auch in Paris und in Brüssel. Das ist im Moment wahrscheinlich aus deren Sicht alternativlos. Oliver Meyer-Rütter mit vielen Dank nach Istanbul und damit zu Ellen Trapp nach Athen bzw. Griechenland, wo die Zahl der Geflüchteten, die über die Türkei gekommen sind, ja in den letzten Monaten stark zugenommen hat. Ellen Trapp, wie ist die Situation der Flüchtlinge in Griechenland zurzeit? Na, wir kommen gerade aus Lesbos, wo wir uns ein Bild der Lage verschaffen konnten, auch nach diesen Ausschreitungen, nach dem Brand, den es im Hotspot Moria dort gegeben hat, wo derzeit die Unsicherheit, die Angst vorherrscht bei den Flüchtlingen, wo der Unmut der Einheimischen auf der Insel groß ist, dass endlich was passieren muss. Denn die Versorgung ist im Großen und Ganzen nicht nur auf den Inseln, sondern auch in weiten Teilen des Landes, in den Camps, sehr schlecht. Wenn ich bei Lesbos bleiben darf, 3.000 Leute, dafür ist der Hotspot Moria ausgelegt. Derzeit geht man von ungefähr 13.000 Menschen aus, die allein dort untergebracht sind, und zwar unter menschenunwürdigen Bedingungen. Es gibt zu wenig Schlafplätze, es gibt zu wenig Essen. Die Versorgung ist katastrophal, die medizinische Versorgung wirklich menschenunwürdig. Und das Problem ist, das hat Oliver Meyer-Rüth eben schon angesprochen, der Großteil der Flüchtlinge, die sich derzeit auch auf den Inseln befinden, kommt aus Afghanistan. Das sind mehr als 70%, und die hängen aufgrund des Asylverfahrens, das sehr, sehr lange dauert, tatsächlich Jahre fest. Wir haben mit einem gesprochen, der sitzt schon seit mehr als 3 Jahren auf Lesbos fest, und sein Interviewtermin für diesen Asyl, fürs Asylverfahren, für den Bescheid, der ist jetzt für 2021 anvisiert. Das darf eigentlich nicht sein. Das heißt, die Lage ist katastrophal. Es braucht sozusagen Unterstützung von außen. Mir scheint, die Griechen schaffen das nicht alleine. Und trifft sich heute Seehofer zusammen mit EU-Migrationskommissar Avramopoulos in Athen mit griechischen Politikern. Worum wird es da gehen? Es geht wahrscheinlich genau darum, dass man aufgrund des wackelnden EU-Türkei-Abkommens jetzt versuchen muss, mit der Situation auch auf europäischer Seite umzugehen. Wenn Erdogan mit den Muskeln spielt und offensichtlich mehr Flüchtlinge auf die Ägäischen Inseln wieder lässt und die Grenzen nicht ausreichend schützt, muss von griechischer Seite auch die Grenze gesichert werden. Und hinzu kommt natürlich diese desaströse Versorgung. Das heißt, es wird sicherlich darum gehen, einerseits, wie kann auch dieses EU-Türkei-Abkommen von europäischer Seite gesichert werden, und wie kann Deutschland oder Brüssel tatsächlich in Griechenland unterstützen, sei es mit Personal, sei es mit Geld, die derzeitige Situation der Flüchtlinge dort zu verbessern. Liegen denn schon konkrete Konzepte auf dem Tisch? Auf meinem Tisch liegen sie derzeit leider noch nicht. Ich hoffe auf denen der Minister und des Ministerpräsidenten. Heute Morgen hat der Ministerpräsident Mitsotakis im Parlament eine Rede gehalten, wo er noch mal über die neue Marschrichtung seiner Regierung in Sachen Flüchtlingspolitik gesprochen hat. Er hat gesagt, er wird jetzt klare Kante zeigen. Das Bild der Schande, was unter der Syriza-Regierung hier von Griechenland aus durch die Welt ging, das will er stoppen. Er will eben effizientere, schnellere Asylverfahren. Er braucht dafür Personal. Er will die sicheren Herkunftsländer neu definieren. Er will sozusagen, er sagt, seit 2015 gab es ein Flüchtlingsproblem. Jetzt haben wir ein Migrationsproblem, somit zu Tag ist. Das heißt eben, er will schneller abschieben, und er will sozusagen all jene Migranten, die nicht kooperieren, in
einer Art Ankerzentren. Er hat es nicht genau definiert, so einem Abschiebelager einsperren, bis sie dann sozusagen wieder zurückgebracht werden. Und er hofft natürlich auf die Solidarität anderer Länder. Und das war eine Überraschung heute Morgen für mich, dass er gesagt hat, es muss endlich Sanktionen geben für all die EU-Mitgliedstaaten, die sich an der Lösung des Flüchtlingsproblems eben nicht beteiligen. Erin Trapp damit ganz herzlichen Dank nach Athen.